Lol, haben wir doch gewonnen. Mit 33% auf meiner Seite und 29% auf der Seite von Kebra. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge. Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, 10 Jahre Clash of Clans will natürlich auch ich ganz gerne ein bisschen mitfeiern. Aber es ist gar nicht mal so einfach. Es ist gar nicht mal so einfach. Erstmal habe ich, glaube ich, das Hindernis noch gar nicht gesehen. Es gibt ja immer so ein nettes Törtchen. Also zumindest glaube ich, dass ich es noch nicht habe und noch nicht gesehen habe. Ist aber nicht so schlimm. Irgendwann wird das schon kommen. Ich muss sowieso mal so ein bisschen hier in der Base so ein bisschen aufräumen. Aber was gibt es eigentlich? Ja, es gibt natürlich reichlich Shopping und ihr seht es auch schon, es gibt Pixelhelden. Es gibt Pixelhelden und ich muss wirklich sagen, ich mag eigentlich gar keine Pixelhelden. Also auch so ein Game wie Minecraft, das ist überhaupt nichts für mich, so ein Pixelspiel. Aber die Skins hier von Clash of Clans, die finde ich richtig, richtig gut. Muss ich wirklich mal so sagen. Die sind richtig gut gelungen. Deswegen habe ich heute vor allen Dingen auch mal Original-Sound an. Also mal Ingame-Sound. Ich weiß gar nicht, wie das ist, beziehungsweise wie das wird. Ich mag übrigens auch diese Szenerie hier. Und ja, 28 Tage haben wir da jetzt noch Zeit. So viel Zeit will ich mir gar nicht nehmen. Aber wirklich schön. Pixelkönigin. Den Pixelkönig gibt es ja im Silberpass, finde ich auch sehr, sehr nett von Supercell, dass Supercell dem Silberpässlern den Skin, sage ich mal, na, nicht ganz umsonst gibt, aber fast umsonst. 4,99 der Pixelwächter, auch sehr nett. Richtig cool animiert, muss ich sagen. Und auch die Sounds sind echt, echt cool. Muss ich mal so sagen. Ich glaube, wir schlagen zu, oder? Ich glaube, wir schlagen heute mal zu. Wir geben mal ein bisschen Geld aus. Kann man ja mal machen. So nach 10 Jahren Clash of Clans kann man hier auch mal ein bisschen was investieren. Also ich finde es echt sehr, sehr cool. Szenerie finde ich auch sehr gut, aber es soll ja noch eine Szenerie, Pixel-Szenerie, auch irgendwo geben. Ich habe es noch nicht gefunden, aber ich kann mir vorstellen, das ist die, warte mal, da gibt es die. Da. Den dritten Tag ist noch verschlossen. Okay, kann also auch jeder machen, denn 10 Jahre Clash bedeutet hier, ja, ihr müsst was tun oder ich muss was tun. Ihr seht, ich habe den ersten Tag hier schon gespielt. Also wenn der Tag vorbei ist, dann kannst du ihn nicht nochmal. Ich glaube, man kann den nochmal spielen, aber zählt er dann eigentlich nochmal? Ich hab ihn ja geschafft, so ist es ja nicht. Ich habe ihn ja geschafft, so nach dem dritten, vierten Anlauf. Aber kann mir den Ressourcentrank jetzt abholen oder kriegt er wahrscheinlich Gems für. Möchte ich aber gar nicht. Ich möchte lieber das zweite Spiel mal spielen. Hier mal sehen, was da für eine Karte kommt. Oh, Rathaus 9. Okay. Alter Falter. Ein Rathaus 9. Wo sind die Helden? Ohne Helden. Okay. Ohne Helden. Aber mit, ja, gar nicht mal so schlechter Truppe. Und wieder kein Giftzauber für Clanburg oder für die Helden. Also alles nicht so einfach. Da brauche ich bestimmt auch wieder ohne Ende Versuche, würde ich sagen. Aber gehen einfach mal rein, oder? So, wo sind die Minenwerfer? Da. Da sind auch noch mal zwei. Ja, das machen wir so. Eins, zwei, drei. Zwei. Magier. Und wir nehmen auch die Clanburg mit. Denn jetzt muss er erstmal jetzt irgendwie in die Base gekommen sein. Das müssen die Packer jetzt erstmal richten. So, da geht schon mal los. Oh. Wo sind meine Magier? Na komm. Oh nein. Oh, okay, ein Drache da drin. Okay, ein Drache da drin ist natürlich nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen, wenn man keinen Heilzauber hat und der Drachen hier recht viel kaputt macht. Aber ich habe hier noch. Oh, der Magier da. Der Magier und der Bogenschütze. Die könnten das noch packen, würde ich mal so sagen. Wo der Drache ist. Ist das ein Max-Drachen oder was? Meine Herren, hat er viel Trefferpunkte. Komm, mach den weg. Jawohl, er ist weg. Okay, dann kannst du ja jetzt ein bisschen weitergehen. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Würde ich jetzt mal so sagen. Allerdings, der X-Bogen da oben. Oh, der gibt natürlich alles. Der steht auf Boden. Okay, der hat natürlich eine Endlos-Range. Ah, schafft man nicht ganz. Okay, schafft man nicht ganz. Aber ich meine, das war jetzt der erste Versuch hier. Mit jetzt schon 66%. Magier halten sich wacker. Päcker auch noch außen. Nicht schlecht. Zugucken kann hier, glaube ich, keiner, ne? Ich glaube, zugucken kann hier keiner. Und die beiden Golems da. Ah, schade, dass die Magier da jetzt nicht so hinterhergehen. Aber ich habe noch zwei Magier.
Allerdings, oh, das war, ich glaube, das war jetzt gerade auch da war noch nie mehr vergoldet. Okay. Was ist denn hier eigentlich noch? Okay, da sind jetzt vier Mini-Gullis, okay. Vier Mini-Golems. Weiß im Moment gar nicht, wie viel Trefferpunkte hier der Päcker noch hat. Oh, der hat auch nicht mehr viel. Okay. Der hat auch nicht mehr viel, alles klar. Wir schaffen das nicht ganz, aber kann man eigentlich ganz gut so machen, würde ich sagen. Kann man ganz gut so machen, würde ich sagen. Prozentual schlagen wir uns natürlich sehr, sehr gut. 87% fürs erste Mal gar nicht übel. Schaffen wir noch 1%? Nee, schaffen wir nicht mehr. Okay, wir können es erneut spielen. Also diese Games hier finde ich sehr, sehr gut. Ich fand das mit Rathaus 8 schon echt cool, muss ich sagen. Und mit Rathaus 9 ist das natürlich alles auch nicht wirklich einfacher. So will ich es mal sagen. Okay. Ist nicht wirklich einfacher. Wir gehen hier rein. Wir gehen da rein. Und dann machen wir 1, 2, 4. Und hier noch den Bäcker. Magier ist da, glaube ich, auch noch drin. Naja, Magier ist auch noch drin. Okay, die sollen hier jetzt erstmal durchgehen. Und dann springen wir, ich würde sagen, da. Aber wir müssen hier jetzt erstmal reinkommen, so ein bisschen. So, jetzt muss ich nämlich die Meute an Magiern hier erstmal reinbekommen, dass die jetzt mal fixer den Drachen wegmachen. So. Der ist jetzt nämlich schon Geschichte und dann sieht das gleich auch ganz, ganz anders aus. Da seht ihr hier. Da geht es jetzt erstmal gleich den Helden an den Kragen. So, erstmal das Rathaus mitgenommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Da oben klopft noch ein. Oh, der Minenwerfer wieder. Ein. Kein Heilzauber dabei, ne? Kein Heilzauber. Sprungzauber halten ja nicht so lange im Rathaus 9 Bereich. Ich habe die viel zu früh geworfen, vor allen Dingen den hinteren. Viel zu früh, der läuft nämlich jetzt schon aus. Okay. Aber die Goalies hier machen es eigentlich. Oh, mach. Gut. Okay, Päckerdame da noch. Noch ein Golem. Ist jetzt nochmal so ein bisschen. Ah, ja, okay. Oh, da war noch ein Magier dahinter. Alles klar. Da wird auch wieder kein schlechter Angriff. Ne? Wird auch wieder kein schlechter Angriff. Allerdings, also ich wollte gerade sagen, so gut kann die Base nicht sein, aber mir fehlen dann doch ja irgendwie Helden. Ne? Mann, Mann, Mann. Echt coole Sache. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Helden einkaufen. Das bringt dir nichts mehr. Ich würde sagen, wir gehen erstmal Helden einkaufen und machen mal das normale Spiel. Also ich werde das auf jeden Fall weiterspielen. Und zwar dauert das Ganze ja, ach so, das sind Sterne, 5 Sterne. Habe ich mittlerweile, okay, 33 kann ich maximal erreichen. Ich glaube, höher geht es jetzt nicht, ne? Und spielbar in einen Tag, spielbar in 2 Tagen. Mal sehen, wie viele Tage das letztendlich geht. Ja, in 8 Tagen, also 10 Tagen soll das wohl gehen. Und ich will auf jeden Fall Sterne haben, dass ich mir die Pixel-Szenerie auf jeden Fall hole. Aber wir holen uns jetzt erstmal hier so ein paar Sachen. Und zwar würde ich mal so sagen, wir holen uns Szenerie. Zack. Jetzt seht ihr auch mal, dass man. Oh, ich muss Touch-ID bezahlen. Alles klar. Hübsch. Ding. Und zwar habe ich ja recht volle Lager. Wenn ich jetzt aber was dazu kaufe, dann bekomme ich das in jedem Fall in die Lager rein. Und wir wählen den natürlich gleich mal aus, denn die Szenerie finde ich wirklich, wirklich nice, muss ich sagen. Finde ich wirklich, wirklich gut, denn alle Rathausstufen sind hier vertreten, ne? Alle Rathausstufen sind hier vertreten. Rathaus 1, Bauhütte mit dabei und so weiter. Und Rathaus 14 hier unten. Rathaus 13 habe ich auf der anderen Seite hier gesehen. Also ich muss wirklich schon sagen, echt, echt nice. Nice Szenerie hier oben, glaube ich, war das 11er. Und also, ja, das ist, ich finde, das ist die bestgelungenste Szenerie bisher. Vor allen Dingen mit den vielen Rathäusern im Laufe der letzten 10 Jahre Clash of Clans. Und also ich mag das Jubiläum jetzt schon, muss ich sagen. Nicht, weil ich jetzt so viel Geld ausgebe. Ja, noch gar nicht so viel Geld ausgegeben. Das war ja mal gerade nur 6,99, finde ich echt sehr fair. Wir holen uns erstmal die Pixelkönigin. Kauf läuft. Touch-ID. Bruder. Gut. Touch-ID. Einmal das.
Mal sehen, ich muss, glaube ich, immer warten, dass das wieder, highlightet. Du bist jetzt startklar. Sehr cool. Wählen wir schon mal. Und den König, den kann man sich ja im Pass holen. Also ganz, ganz früh hier vorne. Muss man doch tatsächlich nichts für tun. Okay. König, wo bist du? Da ist der König. Den nehmen wir Skinwechsel. Wir wollen ja wenigstens mal mit den Pixeln hier angreifen. Ja, cool, echt. Ah, sehr cool. Zahltag. Okay, Sonderangebot erhalten. Und noch ein Sonderangebot erhalten. Ich meine, die gibt es jetzt nur einmalig zu kaufen, Leute. Ich glaube, die wird es nicht wirklich geben. Bevor du musst du tippen. Was? Um dich anzumelden und deine Zahlungsdaten zu überprüfen. Schnitt. So, jetzt hatte ich irgendwie kurz die Verbindung verloren. Ich weiß gar nicht warum, aber ich konnte den Kauf jetzt hier nicht abschließen. Ich habe das jetzt einmal bestätigt. Pixelwächter, Pixelgladiatoren. Kauf läuft, steht hier. Ach, herrje. Da ist noch irgendwas schiefgelaufen, Leute. Da muss ich doch noch mal raus. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Ich habe das jetzt im Hintergrund eben abgebrochen, weil ich gedacht habe, ich kaufe plötzlich was anderes, weil da stand, du kannst es nicht mehr ignorieren und so weiter. Jetzt steht hier die ganze Zeit, Kauf läuft. Muss ich jetzt echt mal, das muss ich jetzt irgendwann irgendwie doch mal checken. Mal gucken, ob ich diesen kaufen kann. Fertig. Ob der durchläuft, Kauf läuft. Kaufen. So, und genau diese Bestätigung, dein Kauf war erfolgreich. Genau diese Bestätigung, die habe ich eigentlich beim Pixelwächter auch gehabt, habe die aber weggedrückt. Echt blöd. Ich glaube, da habe ich mir jetzt selber gerade was kaputt gemacht. Kriege diese Transaktion nämlich nicht rückgängig gemacht, beziehungsweise ich kriege die Transaktion irgendwie nicht richtig aufgerufen. Und das ist natürlich sehr, sehr dämlich. Das muss ich erstmal checken. Oh, ich habe irgendwie gar nichts gemacht. Auf dem Handy konnte ich den gar nicht kaufen. Also da konnte ich gar nichts nehmen jetzt. Aber ich glaube, jetzt kann ich es wieder kaufen. Ich muss es dann halt nur nochmal bestätigen. Ich habe den Kauf jetzt nicht doppelt getätigt. So, fertig. Die Zahlung ist durch. Und jetzt sage ich hier auch kaufen. Okay, Mann, Mann, Mann. Dann habe ich den Skin jetzt auch. Jawohl, meine Herren. Da hatte ich jetzt wirklich gerade ein bisschen Schiss. Muss ich mal so sagen. Hatte ich wirklich gerade ein bisschen Schiss. Aber wir haben jetzt alle vier hier auf jeden Fall am Pixelstart. Und tut mir jetzt gerade leid, so ein bisschen, Leute. Das Ganze. Und ich würde sagen, Clanburg haben wir. Oh, hier muss ich das nur noch holen hier. Clanburg haben wir nicht. Beziehungsweise wir kaufen eine Clanburg. So. Wir kaufen eine Clanburg. Muss natürlich auch mal ein bisschen Gold loswerden. Bevor ich hier irgendetwas mache, kann ich hier eigentlich schon Forschungsausbildungs. So richtig cool ist das hier noch nicht, muss ich sagen. Es ist noch nichts wirklich billiger. Also müssen wir einmal hier die Mauern mal kurz mal ein bisschen teurer machen. 1, 2, so 16, ja, da können wir jetzt wieder reinfahren erstmal. Dann haben wir wenigstens zwei Mauer gemacht. Ja, Leute, tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid, dass das so ein bisschen krüppelig jetzt zusammengeschnitten ist, weil ich hatte jetzt wirklich Sorge, dass ich hier, ich habe ja jetzt alles im Shop gekauft, außer diese Pakete, die kaufe ich in der Regel ja nicht. Obwohl das hier hinten gar nicht mal schlecht ist, aber wir haben mit dem Account hier alle Helden fertig. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir nach, ja, ich muss kurz einmal schnupfeln und dann gehen wir in die Suche rein. Okay, Leute. Nase geputzt und dann können wir reingehen. In den Kampf finden. Ja, mal sehen. Pixelhelden. Ja, hier sind sie natürlich jetzt nicht als Pixel erkennbar. Hier sind halt immer noch, oder hier bei den Platten hängen halt noch immer noch die Originalskins hinter. Finde ich aber auch in Ordnung so. Und aber ich bin trotzdem mal drauf gespannt, wie klein oder wie, ja, ich meine, sie wirken ja eigentlich sehr, sehr winzig im Gegensatz zu anderen, manch anderen Skin, Golem Skin zum Beispiel, ist ja, glaube ich, einer der größten Skins, die man haben kann. Und ich würde ganz gern gewinnen. Deswegen suchen wir uns ein, oh, 800.000, 1000 dunkles. Ah. Wann schlägt man immer zu, ne? Wann schlägt man immer zu bei der Suche? 400, 500. Alles ziemlich sinnig verteilt hier. Oh, das war ja gerade eine Riesenbase, okay.
Mal sehen, ob wir die neue Szenerie nicht hier auch schon irgendwo finden. Ob die nicht einer gekauft hat oder den können wir mal mitnehmen. Den können wir mal mitnehmen. Wir gehen mal hier rein, wo der Ödler ist. Wo der Adler ist. Mal gucken. Einen hier oben. Aber hier gab es noch was auszulösen. Okay. Setzen wir den da. Und die soll dann mal hier ringehen. Ist er denn auch, ne? Macht sie jetzt auch. Okay, oh, da war immer noch der Ballon am Start. Okay. So, mal sehen, mein Mauerbrecher. Der bricht aber gut. Oh, Bombe, Bombe, Bombe. Okay. Oh, da gibt es jetzt schon ziemlich viel Feuer. Ah, ich hab ziemlich viele Heilzauber dabei. Immer dabei. Eigentlich habe ich immer drei Wut. Und dementsprechend nicht ganz so viele Heilzauber dabei. Nämlich eigentlich nur zwei. Da fehlt mir jetzt eigentlich schon so ein bisschen der Wut. Aber King hier gesetzt. Ihn hier. Jetzt brauchen wir hier einmal Jungs hier, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal rein. Oh, die laufen mir jetzt aber gerade ein bisschen zu weit. Okay. So, Warden hinterher. Und wir setzen den Roll Champion dort. Jetzt müssen wir aber auch schon mal das erste Mal so ein bisschen heilen. Okay, so. Oh, da hinten ist noch der Scattershot. In dem Fall weiter heilen, würde ich sagen. Und den Scattershot hier frosten. Sehr schön. Alter, was ist... Ich wollte gerade sagen, was geht hier? Was geht hier mit dem Royal Champion bzw. mit den Ballons? Die Ballons sind echt weit gekommen gerade, ne? So, eben mal frosten. Und was haben wir hier noch? Da haben wir keinen Bogen. Wir lassen die dreimal hier hinten noch ein bisschen mitlaufen. Jo. Sind ja noch am Start hier. Sehen richtig cool aus, jawohl. Die Pixelhelden hier. Die Pixelhelden sehen richtig cool aus. Alle vier noch am Start sogar. Alter Falter, die bringen Glück. Die bringen Glück. Sehr schön. Wie der King aussieht, das ist echt genial. Dupti-dupti-bum. Nimmt der King. Und alles noch schön in Heilung hier, beziehungsweise mal sehen, verlieren wir noch einen Champion? Ich glaube, wir verlieren echt keinen Champion, ne? Wir verlieren keinen Champion hier. Wollen die denn? Ach so, die wollen doch zum Dunklen hin. Okay, Alter. Sehr schöner Angriff, oder? Ich meine, okay, der hatte jetzt wieder keine Clanburg. Und jetzt haben wir aber noch ein bisschen Bonus gekriegt. Den Bonus hier nehmen wir auch sehr, sehr gerne mit. Bin eigentlich in der Schatzkammer aus. Oh, Pickepacke voll Mist. Ha, ärgerlich. Sehr ärgerlich, aber schöner Angriff, fand ich jetzt. Wieso wird denn das nicht? Sage Schnellausbildung, wieso wurde der jetzt nicht mit ausgebildet? Merkwürdig, ne? Die Belagerungsmaschine wurde jetzt nicht mit gemacht. Und dann will ich jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen üben. Ich glaube, wir machen eben nochmal, das reicht immer noch nicht. Wirklich mal jetzt ein bisschen härter hier den Pass spielen. Sechs Sauer haben wir schon vier Mauern gepackt. Vier Mauern schon. Geht das alles rein? Das geht rein. Perfekt. Und dann lassen wir uns nicht lumpen. Sechs Mauern in einer Folge, Toto. Das hat es bei mir aber auch noch nie gegeben. Aber ich sehe gerade, wir können noch eine Mauer machen. Perfekt. Ah, super. Sind wir unserem Ziel des Max-Sein mal wieder ein bisschen näher gekommen. 132 Mauern nur noch, Leute. Ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern, dass ich vorgestern gesagt habe, ich muss noch 200. Nein, stimmt natürlich nicht. Ich muss jetzt noch 132. Hier werde ich in jedem Fall ein bisschen weiterspielen. Echt coole Sache. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so kaufsüchtig gewesen seid, was diese Skins hier angeht. Also ich finde sie wirklich, wirklich echt cool. Und alles geht ja im Moment so ein bisschen bei Clash of Clans so ein bisschen Richtung Retro. Und das Video muss ich übrigens noch gucken hier. Da oben, das habe ich noch gar nicht geguckt. Und auch das habe ich noch nicht geguckt. Den Rest habe ich mir natürlich schon angeschaut. Clash of the Pass und so weiter. Es gibt die Ereignisse, Ressourcenschub, ein Juwel. Die Clankriegsliga ist da. Und es kommt aber, glaube ich, noch was. Ich weiß gar nicht, irgendwie kommt dann nicht noch ein Heldenschub. Verdoppelt die Produktion für Goldminen. Weiß nicht, vielleicht kommt noch irgendwie so ein Heldenschub oder sowas. Würde ich auf jeden Fall, also so ein Kasernenschub, würde ich auf jeden Fall begrüßen, das Ganze hier. Und ich gehe jetzt dann mal, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Suche nach dem
Ist er. Ich hab ihn schon. Ich hab ja den Kuchen schon. Aber der ist aber doof gewachsen da, okay. Den bewegen wir mal um. Den bewegen wir einmal hier hin. Ja, der ist ja gerade ein bisschen doof gewachsen. Okay, aber jetzt ist er gut geworden. Eine Schippe dafür ausgegeben. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sehr schön animiert. Muss ich sagen. So, wenn man wieder rausgeht, dann kommt der Barbar da raus. Perfekt. Sehr cool, oder? Gefällt euch der Torte auch so gut wie mir? Ah, sehr, sehr schick. Okay, dann haben wir ja alles. Perfekt, dann brauche ich da keine extra Folge von machen. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr feiert auch schön Clash of Clans und ich hoffe, ihr feiert auch das coole Wetter. Ich gehe jetzt nämlich wieder raus ins schöne Wetter und dann bleibt einfach am Ball. Und ich sage dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Toto, Clashed.